Nur ephemere Seifenblasenwesen können jene irisierende, schillernde Innen- und Außenverspiegelung an ihren Membranoberflächen erzeugen, welche die Funktion aller Doppelmembranen ist, zwischen hydrophilem und lipophilem Anteil, sprich jenen organischen Kettenmolekülen, die wie Öl auf Wasser das Licht irisierend, schillernd bricht und einerseits die Oberflächenspannung der Membranhaut, der Seifenblasenhaut herabsetzt und gleichzeitig so hinwiederum vernetzt, dass das nicht sofort wieder in sich implodiert, sondern den Spannungsdruck zwischen innen und außen so lange aufrechterhält, bis der Akkretionsrand des schwarzen Innenhohlraums so weit ausgedehnt sich hat, dass es zum Kollaps der Funktion führt, die immer den niedersten zustrebt und somit Kugeln bildet.